Jetzt kommt der Redebeitrag der antirassistischen Initiative und anschließend kommt der Redebeitrag von Reach Out. Aber jetzt erstmal die antirassistische Initiative. Burak Bektaş wurde vor einem Jahr ermordet. Der Täter wurde bisher nicht gefasst. Wir wissen nicht, wer der Mörder ist. Wir wissen auch nicht, was sein Motiv ist. Aber wir fragen weiterhin, wer hat Burak Bektaş ermordet? Und wir fragen auch, ob Rassismus das Tatmotiv für den Mord ist. Bei Mordverbrechen sind die zwei Merkmale auffallen. Erstens haben sie die erste polizeiliche Aufklärungskraft generell, in Deutschland 95%. Und zweitens kennen die Opfer ihre Mörder meistens. Es gibt einen Bezug zueinander. Burak und seine Freunde kannten den Mörder nicht. Die polizeiliche Ermittlungsarbeit hat noch keine Aufklärung des Mörders geführt. Es scheint, als wäre ein Motiv. Spätestens seit dem Erkennen der rechtsterroristischen NSU-Mordserie, wissen wir, dass rassistische Morde über lange Zeit in Deutschland unaufgeklärt bleiben können und dass Nazi-Terror kein Bekennerschreiben benötigt und bewusst keine Anhaltspunkte liefert. Neonazistische Terroristen greifen Einzelpersonen oder Gruppen unserer Gesellschaft nach rassistischen Kriterien heraus. Die Mehrheit der Gesellschaft schweigt. Nazis führen einen sogenannten Rassenkrieg und brauchen dafür keine Solidarisierung mit ihren Untaten. Es reicht Schweigen und Ignoranz, während die Minderheit bedroht und angegriffen wird. Bei den NSU-Morden haben wir als Teil einer kritischen Öffentlichkeit versagt und haben die Erklärungen der Ermittlungsbehörden über sogenannte Milieumorde hingenommen. Dabei wäre es an uns gewesen, diesen Erklärungen mit Wissen um rechtsradikale und neonazistische Strukturen skeptisch gegenüberzustehen. Es wäre an uns gewesen, politischen und öffentlichen Druck aufzubauen, damit vorrangig in Richtung von rassistisch motivierten Verbrechen ermittelt wird. Das sollte uns schon zivilisiert an. Wir sind nicht bereit, anzunehmen, dass der Mord an Burak unaufgeklärt bleibt. Bis dieser Mord aufgeklärt ist, müssen wir nicht so einfach übergehen, müssen daran erinnern und fragen nach dem Hintergrund der. Für uns steht der Mord an Burak Bektaş in einem größeren gesellschaftlichen Kontext, der die Möglichkeit eines rassistischen Tatmotivs in der Forderung steht. Merten ist Berlin-Brandenburg die Region mit den meisten Nazimorden bundesweit. In Neukölln ist der Stadtteil in Berlin, in dem am meisten neonazistischen Gewalttaten begangen werden. Seit Anfang Februar 2012 wurden Morddrohungen an muslimische und jüdische Gemeinden geschickt, an türkische Geschäftsleute und migrantische Vereine und Privatpersonen, unterschrieben von einer sogenannten Reichsbewegung. Regelmäßig werden Moscheen in Berlin angegriffen. Die Moschee am Kolumbiadamm war in den letzten Jahren mehrmals Ziel eines rassistischen Anschlags. Es existiert eine rassistische, antimuslimische Internetszene, die den Mord an Burak Bektaş verächtlich und hasserfüllt kommentiert. Auf den Tag genau 20 Jahre vor dem Mord an Burak Bektaş, am 4. April 1992, wurde Gerhard Keimling, ein organisierter Nazi, bei einer politischen Auseinandersetzung tödlich verletzt. Er wird seitdem in der rechtsradikalen Szene zum Märtyrer stilisiert, der gerecht werden solle. Am 3. April 2012, nur einen Tag vor Burak ermordet, wurde in der NPD-Zeitung Deutsche Stimme der Tod Keimlings als bis heute ungesühnt bezeichnet. In Bezug auf den NSU bleibt völlig unklar, ob weitere Szenen existiert. Es muss mit einer Fortsetzung der Mordserie oder Nachfolgetäter gerechnet werden. Deshalb fordern wir von der Polizei, dass sie gezielt im rassistischen und faschistischen Umfeld ermittelt. Sogenannte Ermittlungen in alle Richtungen verschleiern nur und schützen letztendlich die Täter. Sie können nicht mit Gewissheit sagen, dass Rassismus das Motiv des Mordes an Burak war. Darüber jeder nicht zu sprechen, bedeutet, die Mörder gewähren zu lassen und weitere Menschen zu gefährden. Dankeschön.